Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Und zwar boykottiert die Mutter meiner Kinder derzeit aktuell den Umgang der Geschwister untereinander. Die älteste Tochter lebt ja bei mir, die durfte laut Gerichtsbeschluss bisher immer freitags 3 Stunden bei der Mutter sein, um ihre Geschwister zu sehen. Und die Anwältin der Mutter hat mir mitgeteilt, dass die älteste Tochter dort nicht mehr hin darf. Ich erzähle gleich mehr darüber. Vorab die Info, wenn ihr über neue Videos informiert werden wollt, klickt den Abonnieren-Button für den Freifam-YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr über alle neuen Videos automatisch benachrichtigt. Ja, in unserem Fall ist es ja so, dass die Gerichte entschieden haben, dass ich unsere Kinder angeblich schädigen würde, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Das ist die Erziehung in Gleichberechtigung. Das hat sich als Lüge erwiesen. Diese Schädigung gibt es nicht. Das Gericht wollte damit einfach das Wechselmodell verhindern, das sich die Kinder wünschen. Diese Lüge wurde mittlerweile entlarvt durch ein Gutachten eines Psychologen bzw. eine Einschätzung des Psychologen, der mit der ältesten Tochter gesprochen hat. Was die Gerichte entschieden haben, ist also eindeutig eine Lüge. Trotzdem tut sich nichts. Niemand fühlt sich bisher berufen am Amtsgericht Ulm oder am Oberlandesgericht Stuttgart, obwohl die alle mittlerweile Kenntnis haben von dieser Einschätzung des Psychologen und eigentlich alles von Amts wegen her revidieren müssten, was sie entschieden haben, bleiben die untätig und die Gerichte bleiben auch untätig, sowie auch das Jugendamt Alb-Donau-Kreis, die Außenstelle Ehingen, obwohl die wissen, dass die Mutter den gerichtlich beschlossenen Umgang meiner ältesten Tochter, die bei mir lebt, mit ihren 3 Geschwistern, die bei der Mutter leben, boykottiert. Damit vollzieht die Mutter wahrscheinlich wieder gemeinschaftlich mit ihrer Mutter und ihrer Schwester psychische Gewalt an meinen Kindern, indem sie die 3 Kinder, die bei ihr leben, isolieren von der ältesten Schwester und auch, soweit ich weiß, nicht zum Beispiel zum Turnen lässt, freitags, also die 3 Kinder auch sozial isoliert, sehr wahrscheinlich, um wieder psychische Gewalt gegen die 3 Kinder auszuüben, weil sie vermutlich sie, ich würde mal sagen, gehirnwaschen will, so wie sie es mit den Kindern bisher immer gemacht hat, was wir von der ältesten Tochter wissen, was sie ja dem Gericht mitgeteilt hat, auch dem Psychologen. Es gibt nämlich ein neues Umgangsverfahren, da werden die Kinder wohl angehört werden. Und was macht dann die Mutter unter Billigung ihrer Anwältin? Die isoliert dann die 3 Kinder und flößt ihnen dann diese Angst vor Ausgrenzung ein, wie es der Psychologe festgestellt hat, damit die Kinder vor Gericht das sagen, was die Mutter will, nämlich, dass sie bei der Mutter leben wollen und nicht beim Vater. Das ist das Schema, das die Mutter nun schon seit 2018 immer wieder durchführt. 2018 sogar auf Anraten des Jugendamts wurde die psychische Gewalt der Mutter durchgeführt. Muss man sich vorstellen, das Jugendamt hat der Mutter damals empfohlen, die Kinder nicht zu mir zu lassen. Also das Jugendamt, die Frau Helen Müller war das damals, hat hier, wie soll ich sagen, so ist ja nicht Beihilfe zur psychischen Gewalt gegen Kinder, damals alle 4 Kinder, sondern Anstiftung zur psychischen Gewalt. Wahrscheinlich kann man es so einschätzen. Und dieser Umgangsboykott, der aktuelle, betrifft natürlich auch die älteste Tochter, die bei mir lebt, weil sie ihre Geschwister nicht sehen kann. Das ist natürlich auch eine Gewalt gegen sie, die ja ohnehin die Geschwister nur 3 Stunden jede Woche sehen kann, laut Gerichtsbeschluss. Wobei meiner Meinung nach schon dieser Gerichtsbeschluss psychische Gewalt gegen unsere Kinder ist und hier eine Kindeswohlgefährdung durch das Gericht vorliegt. Und ich würde sagen, dass hier das Amtsgericht Ulm mit der Mutter zusammen psychische Gewalt gegen unsere Kinder ausübt, dieses nicht nur toleriert, sondern durch seine Beschlüsse aktiv fördert. Wahrscheinlich bleibt das Amtsgericht deshalb auch untätig, obwohl es vom aktuellen Umgangsboykott weiß. Es blieb übrigens immer untätig. Alle Ordnungsstrafen, die ich beantragt habe, eine vom Mai 2018 hat das Amtsgericht Ulm bis heute nicht entschieden, weil es, ich weiß nicht warum, die Kinder einfach bei der Mutter haben will, obwohl die Kinder was anderes wollen. Das ist meiner Meinung nach staatliche psychische Gewalt,
die hier zusammen mit der Mutter meiner Kinder und deren Umfeld gegen unsere Kinder ausgeübt wird. Deren Willen soll gebrochen werden. Und jetzt werden sie wieder isoliert zum wiederholten Male und sehen sowieso ihren Vater nicht wegen der Gerichtsentscheidungen, die sich als Lüge herausgestellt haben in ihrer Begründung. Und nicht, weil die Mutter eben den Umgang boykottiert zwischen den Geschwistern. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Abonniert den Freifam-Kanal auf YouTube, dann kriegt ihr alle neuen Videos, die Benachrichtigungen automatisch. Aktiviert die Glocke, dann gilt es auch wirklich für alle. Und wenn du ein Thema hast, Erfahrungen mit Jugendämtern, Familiengerichten, über das wir berichten sollen auf Freifam, dann schreibe an info@freifam.de. Wir machen gerne zum Beispiel ein Video-Interview mit dir oder schreiben einen Artikel darüber. Du kannst auch einen eigenen Artikel veröffentlichen auf freifam.de. Und falls du uns finanziell unterstützen willst, kannst du spenden an Freifam. Jetzt im Abspann kommt der Link zu den Spendeninformationen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.